Willkommen Leute, zurück zu Let's Play Survival. Wir sind immer noch hier in den Höhlen. Ja, wir haben im letzten Part Krog entdeckt. Ein menschlicher Kannibale, der unter der Erde haust. Und wir wollen jetzt da hochgehen. Wenn die zwei da nicht im Weg stehen. So. Mist, ich glaube, das geht gar nicht. Oder der ist so doof, die Treppe anzuvisieren. Ach Mist, okay. Leute, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich gehe nochmal zu Bones. Mal sehen, was der nochmal meint. Also ich habe jetzt jedes Skelett neutralisiert, das ja angeblich rumläuft. Und ich habe immer noch kein Schimmer, was ich machen soll. Die Krypta hat mir gesäubert. Felix, neuen Lehrling haben wir jetzt auch gebracht. Der hat uns ein Amulett gegeben. Vielleicht sollen wir doch mit Krog irgendwas machen, oder hier ist irgendwas. Vielleicht muss ich Bones töten. Weil er seinen magischen Zauberbuch in sich in der Brust platziert hat. Das will ich ungern machen, aber kann ich mir doch vorstellen irgendwie. So, ja, das Krog, ich speichere mal unter Anfang der Stufe hier. Nein, 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 das wäre eine dumme Idee. Ja, komm, Let's Play 4 ist egal. Bones, was meinst du nochmal? Ja, eure Verwandte, Bestandteil? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, ihr wüsstet vielleicht. Frag mich bloß nicht, ich habe mich nach Training. Felix hat alles getan. Felix. Nur eine Frage vor, sprecht, falls ihr darüber hattet, in welchem Fall ihr wisst. Ja, ich soll den Mensch befragen. Aber wo ist denn der Mensch? Ich kann nicht mal in die Kapelle zurück. Ja, okay, das ist jetzt die Frage, wo ist Masus? Also soll ich doch mit einem Menschen befragen? Wo ist denn der jetzt? Okay, das ist das Problem, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wo zum Teufel ist Masus? So Leute, ich will euch jetzt ein bisschen Weg ersparen. Deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns, wenn ich wieder in Avalon bin. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Herr Masus. Ich hoffe einfach mal, dass er hier ist. Also nicht hier in dem Raum, sondern hier in der dritten Ebene. Wo wir den anderen Hauptmann getroffen haben. Oh, immer noch gruselig. Also für mich ist es immer noch eine gruselige Stimmung. Ich hoffe mal, der Masus ist jetzt hier bei den Leuten. Denn unser Dingsbums steht da. Ah, steht aber nicht. Dillon. Nein. Ro. Packt sie, ja gut. Hauptmann Avarus. Oh, habe ich irgendwas übersprungen? Falls Hauptmann Avarus Mitglieder in eurer Gruppe eingezogen hat, könnt ihr sie jetzt zurückbekommen. Achso. Nee. Also der Kühner kann da stehen bleiben. Der ist mir praktisch schon gesehen, egal. Ich glaube, es ist mir ein deutlich lieberer Kollege als Kühner. Ja, ich weiß nicht, ich hätte Kühner nicht mitnehmen sollen. Ich hätte einfach bei Dinabdom bleiben sollen. Der war einfach besser. Außenburgen mal 2. Wenn ich vielleicht den Hintereingang da benutze, komme ich vielleicht zu Masus. Hier ist keine Sau mehr. Aber vielleicht haben wir ja noch eine Kapuze für Corvus. Also nicht diese Maske. Eine Kapuze für Corvus. Genau, hier ist eine Kapuze. Corvus. Du bekommst eine Kapuze. Herzlichen Glückwunsch. Ha, 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 ha. Oh Mann, der sieht cool aus. Schränkung 44, das passt sogar. So, ich hätte zumindest einen coolen Aussehensschutz. Jetzt sind wir die dunklen Ritter. Okay, ich habe jetzt die Befürchtung, dass das Spiel abstürzt. Deswegen speichere ich lieber, bevor ich da runtergehe und dann ist das Spiel abgeschmiert. Ja, so, wieder da. Ich hab's gewusst, das Spiel schmiert ab. Masus, oh, ich hoffe, der ist... Oh Gott, warum ist es hier so leer? Masus, bist du noch da? In der Kapelle? Oh mein Gott. Nein. Masus ist weg. Ja, der sieht jetzt schon wie ein Kampfgebiet aus.
Da unten ist der Weg versperrt. Wo zum Teufel ist Masus? Wo ist der Kackmensch? So, wir konnten auch hier so. Oh. Wo ist denn der jetzt? Das überfällt jetzt mal. Wissen wir, wir sprechen mal mit Calvary, vielleicht hat der einen Plan. Die schießen immer noch gegen irgendwas. Calvary. Mist. Okay, die kann ich auch noch nichts machen, ey. Oh, ist Masus. Wo könnte in solchen Zeiten jetzt sein? Bei den Bauernhöfen. Ne, da konnten wir ja nicht runter. Ah, vielleicht ist er hier irgendwo. Ich weiß nicht, gab es hier eine Kapelle? Ich meine, hier müsste es eigentlich auch unglaublich leer sein. Aber Nikephoros läuft ja auch hier einfach so rum, als wäre es gar nichts. Ungefähr da. Unser Kapitän. Ja, ja. Ah, Mann, wo muss ich denn hin? Ich gucke gleich eine Komplettlösung nach. Es kann doch nicht sein, dass ich hier 20 Minuten rumrenne und ich weiß, wohin ich hin muss. Und wer ist denn, der ist mir auch keine Hilfe. Ich hätte da unten jedes Skelett umgepustet. Und Masus sollte hier stehen. Laut Vasian, der uns irgendwann mal gesagt hat, dass Masus hier irgendwann erscheinen wird. Ist das jetzt ein Bug? Nee, kann gar nicht sein. Ist hier irgendwo eine Kapelle? Hast du eine Waffe? Tempest und Freeman. Natürlich. Tempest. Nein. Okay, die sind zumindest alle in Sicherheit. Ich könnte jetzt alles durchsuchen. Hier ist immer noch dieser komische. Nein, ist er nicht. Ja. Ich nehme alle Ritter sind im Kampf. Auch der Typ da. Verdammt. Ich habe keinen Plan. Wir können ja mal zu Königin Nannesi gehen. Wo muss ich hin? Wo denn? Nannesi, die war irgendwo da oben. Also nicht oben rechts, sondern oben links. Oder in der Mitte. Ah, verdammt, Mann. Wo muss ich hin? Die können mir keinen Hinweis geben. Du musst dahin und dann dahin. Die brauchen Schlüssel. Toll. Okay. Zerolf wird bestimmt nicht sein Zimmer sein. Der ist bestimmt irgendwo in der Schlacht. Und ich muss warten. So, die Königin saß hier. Nein, saß sie hier nicht. Welcher Raum sie. Also sie saß im Raum nebenan. Es ist interessant, wie alles leer geworden ist, seit die Schlacht begonnen hat. Ach, da hängen die alle rum. Sie Torten, der Pater und Sigaret. Ich nehme an, sie bewachen irgendwie den Eingang. Mann, du kannst doch nicht den Weg verbarrikadieren, Mann! Die Wege verbarrikadiert. Ich muss da rein. Glaube ich. Vielleicht. Na gut, dann gehen wir einen Umweg. Oh, verdammt. Ach, das sind die einzigen zwei Wege. Und wir gehen nochmal zu Philippe. Vielleicht hat der noch. Vielleicht haben wir noch eine Option, die ich übersehen habe, überklickt habe. Wo ist denn Masus? Ansonsten gehe ich jetzt gleich nochmal an der Front, wo die Blutlosen, Blutrosen sind.
diese netten Kriegerinnen, die für die Schwachen und Dingens stehen. Feli, flieg, sag was. Ja, der gute Taugbart, der besser besessen auf Studien, nein. Ellarat, du musst mir helfen, Mann. Na gut, gehen wir mal nochmal zu der Front. Ansonsten habe ich jetzt alles durchsucht. Vielleicht irgendwo ein Schlüssel, den ich. Vielleicht habe ich schon einen Kalum übersehen, der irgendwo in der Höhle lag, vielleicht oder so. Vielleicht hat sich Marsus in die Höhle begeben und ich muss da unten nochmal alles durchsuchen. Wir gehen jetzt mal da rauf. Oh, wow. Okay, die können jetzt diesmal mit. Das ist gut. Ja, die Leute kloppen mal wieder. Ich muss da runter. Vielleicht haben sie jetzt den Weg frei gemacht, die Frauen. Wenn ich dich einfach töte, was passiert dann? Kannst du den Weg da nicht blockieren, Mann? Ist Marsus hier irgendwo? Nein, hier sehe ich, es stehen nur diese komischen Frauen. Also nee, nicht, dass sie komisch sind oder so, aber. Boah! Einen Schlüssel habe ich auch nicht. Der Catwalk. Na. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Ich werde jetzt mal versuchen umzubringen. Ach nee, komm. Ich werde jetzt mal eine Komplettlösung nachgucken, wo Marsus ist. Ich habe keinen Schimmer. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe mal nachgeguckt. Im Innenhof ist jetzt ein umfunktioniertes Lazarett irgendwo. Also ich habe nur soweit gelesen, dass hier ein Lazarett irgendwo sein muss, wo Marsus irgendwo drin rumhockt. Irgendwo. Ich glaube in der Taverne oder so. Oder da, wo der Geschichtenschreiber war. Ach ne, hier. Hier sind die ganzen Mönche, boah. Und dummerweise habe ich auch ein bisschen mehr gelesen. Ich sollte mal mit Anora reden. Oh, Diablo, wie wundervoll euch, gesund und am Leben. Diablo, wie wundervoll euch, gesund und am Leben zu sehen. Und nicht als einer unglücklich unser meiner Obhut. Was führt euch an dieses traurige Ort? Aber ich in dieser Krisensituation muss ich anscheinend überall zugleich sein. Wie sonderbar euch außerhalb eurer Küche zu begegnen, Anora. Das tut ihr hier ein edles Werk. Die Arbeit muss getan werden und wie jede andere hier wünsche ich mir sich den ich als Beitrag auf jede mögliche Weise. Diese Meister und Mitarbeiter scheinen euch hierher begleitet zu haben. Doch ich sehe nirgendwo die schöne Maid, Bonnie. Oh, das arme Mädchen. Ich hatte dich zum Suchtor geschickt. Kurz bevor es fiel. Und ich habe keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Sie ist ein solch süßes, junges Ding. Und ich möchte gar nicht daran denken, welche Signalisierung sie denn haben mag. Ja, jetzt habe ich das weg. Jetzt habe ich es nicht. Oh, egal. Sie ist ein sehr gewitztes Mädchen, also hat sie vielleicht fertig gebracht, sich irgendwo zu verstecken. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer an, sie bereits als eine Tote zu denken, doch ich weiß, dass sie ihre Überlegchancen kriegen. Ich schwöre euch, guter Nora, wenn ich sie finden kann, werde ich sie in Sicherheit bringen. Und falls sich herausstellt, dass sie getötet wurde, werde ich nach Möglichkeit Rache nehmen. Lebt wohl, Madame, und möget ihr eure Trauer weiterhin für solch edle Zwecke wie die Pflege meiner verwundeten Waffenbrüder einsetzen. Ja, Bonnie ist verschwunden. Oh, ich mag Bonnie eigentlich. Und die ist am Südtor. Ich mag Bonnie. Die soll nicht verrecken. Ist eigentlich noch jemand hier drin? Würde mich gerne interessieren. Ah, oh, das ist auch ein Lazarett. Hier ist Bruder Crosby. Wie will Marsus sagen? Wo ist denn der? Berlinda kenne ich gar nicht. Das ist Geniza. Genezaret. Ne, Geniza. So ein paar Ritter, die glaube ich ein bisschen verwundet sind. Ich brauche die Moni. Die haben wir im ersten Dingens da geholfen, ja, diese Küchenkakerlake da wegzuhauen. Vom Geller.
Masus, da bist du ja. Ach, ich hab dich gefunden. Zuerst mal ist er in Truhe. Nö. Gut, Masus, mein Freund. Guten Tag, der Hoppalo. Es freut mich zu sehen. Ich habe die Uhr nicht weiter eingeschaltet, verdammt. Dass es euch gut geht. Danke für eure Fürsorge, Mensch. Ich bin zurückgekommen, um zu erfahren, ob ihr eine Möglichkeit gefunden habt, die Ebene unter Avalon mit Rückständen ins Licht zu reinigen. Ich habe eine Idee und ich glaube, sie könnte funktionieren. Da wir die Kraft vieler Mönche nicht haben, müssen wir eben etwas ebenso Kraftvolles einsetzen, das von einem Mann außerhalb des Ordens benutzt werden kann. Sprecht ihr vom Kelch? Nicht abweisend. Der Kelch des Lebens wird diesem Zweck dienen. Mit den innewohnenden Kräften und des etwas geweihten Wasser müsste selbst ihr in der Lage sein, eine Art Reinigungsritual auszuführen. Und zwar an dem Ort, auf den sich das Böse konzentriert. Wisst ihr immer, wenn irgendwo etwas Böses zurückbleibt von der Art, mit der wir es hier, wie ich glaube, zu tun haben, dann konzentriert sich das Böse meist auf derselben Bereich, wo das ursprünglich bösartige Wesen die meiste Zeit verbrachte. Ihr müsst diesen Platz finden, normalerweise lässt er sich recht genau ermitteln. Und ihn durchtränken mit, nun ja, wir gießen halt einfach mit geweihtem Wasser aus dem Kelch. Ja, okay. Wurde etwas Ähnliches irgendwann schon mal versucht? Nein, natürlich nicht. Doch der Kelch ist ein ganz besonderes Instrument unseres Glaubens. Tatsächlich glaube ich, dass gerade unser Glaube an den Kelch und auch an uns selbst ihm seine Kraft verleiht. Das gleiche gilt auch für das geweihte Wasser. Ihr müsst glauben, dass es funktioniert. Ich glaube, dass ich ganz fest dran glaube. Gut, ich setze meinen Glauben in euren. Gut. Also haben wir jetzt den Kelch des Lebens. Ja. Und Weihwasser. Okay. Das heißt, ich gehe nochmal zu Bones und zwar zu diesem Altar. Und das heißt, wir sehen uns wieder in der Krypta. Denn ich will euch den Weg jetzt wirklich ersparen. Also, bis gleich. So, wieder in der Krypta. So, jetzt schütten wir das Wasser entweder auf Bones oder auf den Altar, der hier unten platziert ist. Ich probiere es erstmal an dem Altar. Ne, das ist da hinten platziert. Oder Bones, ich weiß nicht. Entweder schütten wir jetzt auf Bones, denn von ihnen haben wir den Zauberspruch. Wir haben den Zauberspruch an dem angewandt. Oder wir schütten es einfach darauf. Auf diesen komischen Altar. Und was auch immer ist. Ups, da. Das war gerade Bones. Haben wir ihn gerade getötet? Bones, lebst du noch? Bones! Ich will, du darfst nicht sterben. Auch du lebst ja noch. Ich glaube, wir müssen das auch noch auf ihn draufschütten. Okay, braucht ihr etwas? Ich habe den Altar gereinigt, Bones. Ich hoffe nur, es hat funktioniert. Sobald die Skelette mit ihren Ächzen aufgehört hatten, sind einige von das uns unbehelligt dort hinausspaziert, nachdem wir euren Auftrag ausgeführt haben. Sie müssen sich vor den Skeletten versteckt haben. Also meiner Meinung nach kann man das als durchschlagendes Erfolg bezeichnen. Auch habe ich einige den Beschreibungen erkannt und ich glaube, das waren diejenigen, die vor langer Zeit ausgezogen, um den Außenposten einzurichten. In welchem Fall sie hier entweder als Verstärkung oder als Boten dienen soll werden. Letzteres wahrscheinlich, wenn man die Zusammensetzung dieser kunterbunten Gruppe bedenkt. Also muss der ursprüngliche Fluchtweg noch immer offen sein. So wird es wohl sein, Bones. Ade. Journal. Ist das Bones? Der sieht. Nee, das ist. Nee. Während ich das Weihwasser aus dem Kelch des Lebens auf den Altar goss, blieb mir fast das Herz stehen, als ich den Licht wieder. Ach, das war der Licht? Vor mir erscheinen sah. Bevor ich jedoch darauf reagieren konnte, fiel mir ein, dass es sich um den geistigen Rückstand handeln musste. Auch Makel genannt. Von dem ich oft gehört habe. Und der sich den auffällig harmlos, aber doch höchst erschreckenden auflöste. Als ich zurückkam, um Bombs davon berichten, erzählte er mir, dass die Skelette gestöhnt haben. Während ich weg war, wahrscheinlich genau im gleichen Augenblick, als ich den Altar berieselte. Sobald das Phänomen vorüber war, konnten einige Leute aus der Festung ihren Weg zur Burg fortsetzen, die sich bis dahin vor den Untoten versteckt gehalten haben. Ich hoffe, dass sie die Nachrichten überbracht haben, die Bones erhofft hatte. Und dass unser Fluchtweg zum Außenposten noch offen steht. Okay. Das heißt es. Okay. Soweit sind wir jetzt. Wir können jetzt wieder Bericht erstatten. Ich find's schon mal cool, dass wir zumindest in der Krypta wiederkommen. Wir reden mal mit dem Typen da oben. Ich will gucken, was passiert, wenn ich ihn umbringe. Ob der einen Schlüssel hat. Das sollte man nicht unbedingt machen.
Aber da oben war ja noch diese verschlossene Kiste. Ich will wissen, was da drin ist. Deswegen hau ich den jetzt eine rein. Ich sehe, ich kann ihn nicht anvisieren. Okay, stirb. Ich schieß dich ab. Ach, der zuckt sowieso immer zusammen. Also kann ich das so lange machen, wie ich will. Njaunt, njaunt. Oh, verdammt. Mana geht alle. Vielleicht hat er eine coole Rüstung. Der hat zwar einen Geist, aber wer weiß. Der hält verdammt viel aus. Okay, was haben wir sonst noch für Zauber? Feuerball. Ich glaube, ich kann den gar nicht töten. Ja, okay, egal. Da haben wir das mal geschafft. So, aber zu Calvaric gehen wir im nächsten Part wieder. Dann, naja, bis dann. Bis zum nächsten Part.